Hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Zuerst muss ich euch mal etwas Cooles zeigen. Guckt euch das mal an. Das hat mir der Matthew geschickt. Das ist eine Tasche für den Provari. Ziemlich coole Sache. Ich habe nicht gewusst, dass er mir das schickt. Umso größer war natürlich die Freude, als ich das gekriegt habe. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Das ist aus Leder, hat er selber genäht. Guckt mal da, all die Nähte, wunderschön sieht das aus. Und hier steht noch Phil drauf, sieht man das? So eingeprägt, wirklich cool. Super hat er das gemacht, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Da kann man übrigens öffnen und da kann man das Band rausnehmen und jetzt könnte man das auch an den Gürtel machen. Also wirklich eine coole Sache, das benutze ich auch sehr gerne. Vielen Dank, Matthew. Werdet ihr ja auch in Gelsenkirchen beim Dampfergrillen im Einsatz sehen. Gut. Aber darum geht es eigentlich gar nicht heute. Heute geht es um ein Gerät, das heißt Volt. Die Volt, der Volt, wie auch immer. Volt ist ein bisschen ein komischer Name für ein Dampfgerät. Versucht das mal zu googeln, da findet ihr alles, nur kein Dampfgerät. Ich zeige euch mal den Karton, der ist nämlich ziemlich schön. So sieht er aus. Stylisch, oder? Gekriegt habe ich das Gerät übrigens auch von Michael von vapeforme.de. So, wenn man hier öffnet, kommt da die Gebrauchsanweisung zum Vorschein. Ihr seht das also, Volt heißt das tatsächlich, das Gerät. Und so sieht es innen aus. Ist ziemlich edel aufgemacht, muss man sagen. Dann kann man hier das rausnehmen. Und darunter sind dann so Schächtelchen mit allem Möglichen drin, also Tanks, Ladegerät und so weiter. Wie wir das kennen, ist ein komplettes Doppelset. Gut, ich nehme da mal einen raus. Die bestehen aus einem Akku mit Taster. Der leuchtet so blau mit einem Ring. Leuchtet sehr schön. Diese Akkus haben 480 mAh ungetaktet. Ich komme noch darauf. Dann haben wir zwei Verdampfer zusammengeschraubt. So. Und jetzt das Interessante ist, hier passen Tanks drauf und zwar in der Ego T-Größe. Also den kann man, wie wir das kennen, da drin ist auch so eine Dornplatte. Ich habe nicht versucht, die rauszuheben, werde ich dann noch machen, aber im Moment ist das einfach so. Diese Tanks sind übrigens, die haben diese Silikonkappe. Ich persönlich mag die nicht so gerne. Aber eben, es gehen auch ganz normale Ego T-Tanks drauf, also kein Problem. So, und jetzt guckt mal. Das ist doch schon ein sehr schönes, elegantes Gerät, oder? Muss man sagen. Das sieht wirklich schön aus, finde ich. Es ist relativ lang, aber sehr schlank und ja, edel in diesem Silber. Da ist noch so ein goldener Ring, wo der Verdampfer aufgeschraubt wird. Und eben der Taster in diesem hellen Blau oder Grau mit dem Ring. Das sieht wirklich schön aus, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie es dampft. Aha. Nicht so schlecht, oder? Cool. Also dampfen tut es wirklich gut. Der Geschmack ist auch gut. Und der Flash kommt. Ja, dieses Gerät ist eigentlich einem Gerät nachempfunden, das wir schon können. Nämlich der Joytech 510T. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe keine T, aber ich habe die normale. Das war die Joytech 510. Die haben auch ungetaktete Akkus und diese kleinen 510er Verdampfer, die wir alle kennen. Übrigens, das ist kompatibel, also die Gewinde sind die gleichen. Also der Verdampfer hier, der passt auf alle 510er Gewinde und der Akku natürlich auch. Das ist noch ein Watte-Ding. Die dampft natürlich auch, ist ein bisschen veraltet. Also Tanksystem ist sicherlich deutlich moderner. Gut, dieses Gerät ist eigentlich auch ein gutes Gerät. Ich habe gestaunt. Es dampft wirklich hervorragend. Von den Dampfeigenschaften gibt es da gar nichts zu meckern. Natürlich, das ist kein Gerät für Vieldampfer. Das muss man schon sagen. Also das ist für Dauernuckler, wie ich das bin, ist dieses Gerät zu klein. Von der Akkuleistung her und auch von der Verdampferleistung. Der wird relativ heiß, wenn man oft daran zieht. Wenn man nur ab und zu mal dran zieht, überhaupt kein Problem.
Ich habe das Gerät trotzdem jetzt im Dauertest gehabt. Ich habe es einfach als Zweitgerät neben einer Golden Greek gedampft und da hat es super Dienste geleistet. Also ich muss schon sagen, ist ein gutes Gerät, dampft, was will man mehr? Also wir Leute, die nicht so viel dampfen, die auch vorher nicht so viel geraucht haben, für Gelegenheitsdampfer ist dieses Gerät sicherlich sehr gut geeignet. Denn der Preis ist auch okay. Das ganze Set, wie ich es euch gezeigt habe, kostet 38 Euro, wenn ich es recht im Kopf habe. Also das ist nicht riesig viel Geld für ein solches Doppelset von dieser Volt. Was ich euch noch zeigen möchte, ist das Ladekabel. Das ist nämlich mit USB-Anschluss und da ist aber so ein Stecker da vorne. Und der passt hier vorne in den Akku rein. So. Voilà. Da ist auch ein kleines Lämpchen, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber das ist jetzt auch eine Pass-Through-Funktion. Das heißt, ich kann das direkt hier am Rechner dampfen, währenddem das Gerät aufgeladen wird. Eigentlich auch eine coole Sache. Gibt es natürlich auch für die 510T und für die Egos, aber dann immer als zusätzliches Ding. Hier ist das schon dabei. Jo, viel mehr gibt es zu diesem Gerät nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist ein günstiges Gerät für Gelegenheitsdampfer. Dann für die Leute verrichtet es aber seinen Dienst einwandfrei. Ja, kann man empfehlen. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Es sieht eigentlich alles sehr sauber und okay verarbeitet aus. Auch der Taster, der ist präzise. Ich würde mir jetzt da nicht so große Sorgen machen, dass das schnell kaputt geht. Die Verdampfer natürlich, die sind klein, also die werden nicht ewig halten. Aber das kennen wir ja auch von anderen Geräten. Also da braucht man sich, glaube ich, wirklich nicht allzu viele Sorgen zu machen. Ja, das ist sie, die Volt. Schönes Gerät, mir macht das Spaß. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.